Zuerst? Nö, lass. Was ist denn hier los? Drin war viel los. Wir müssen darauf achten, dass es nicht passiert. Sind auch noch welche. Guten Morgen. Morgen. Passen Sie auf die Koffer auf, besser. Ja. Entschuldigen Sie. Ja. Ich möchte zu Herrn Wegemann. Mein Name ist Horn, Henry Horn. Bewerbung? Ja. Volke, bin hier der Portier. Danke. Für Herrn Dr. Wegemann sind Sie aber noch zu früh. Was soll ich denn jetzt machen? Fremd hier? Ja. Wissen Sie was? Am besten machen Sie einen Spaziergang. Gehen Sie da vorne runter, die Treppe, Viertelstunde in die Richtung, sind Sie direkt an der Elbe. Bei dem herrlichen Morgen. Wunderschöner Blick. Ist ja toll, danke, das mache ich. Ja, viel Spaß. Oh, Entschuldigung. Sie sollen besser auf den Koffer aufpassen, ja? Ist klar. Hab ich noch 10-mal gesagt. Fahren wir jetzt auch getrennt ins Büro. Ich will heute Morgen noch zu Dr. Elkes. Tschüss. Schön, dass man das auch mal erfährt. Wir beide kamen ja ganz gut miteinander aus, Frau Holm. Aber Herr Dr. Wegemann hat sich so entwickelt. Nun, wie soll ich sagen? Ich dachte, Sie seien geflüchtet wegen der Umstellung auf Computer in der Personalabteilung. Da oben ist auch kein Zuckerschlecken. Immer die Malek vor Augen. Dieses Liebesgeflüster, Kräche. Erst vor ein paar Tagen. Naja, soll nicht meine Sorge sein. Morgen, Herr Schmolke. Glauben Sie, dass er jetzt da ist? Personalabteilung, 3. Etage. Dankeschön. Bitte schön. Morgen, Herr Schäfer. Unverstanden. Morgen, Herr von Winkler. Morgen. Ist es spät? Nein, ich habe den Verwaltungsleiter um 10 bestellt. Das ist ein völlig veraltete Telefon. Da muss ich unten mal rein, ich bin ganz sicher. Das sollen Sie doch nicht, Herr Schäfer. Nun lassen Sie mich doch. Unser Chef ist manchmal wie ein kleines Kind. Jetzt hat sie es auch erwischt, Sie Armer. Gesundheit. Sie auch? Ja, gerne. Wo ist denn Frau Malek heute Morgen? Immer noch der Herr Vater? Arzttermin. Aber sie kommt sicher gleich. Darf ich? Naja, wenn wir alle so viel Zeit hätten, uns so innig unseren privaten Dingen zu widmen, nicht, Frau Stade? Ich brauche Sie dann, Sie und Frau Malek. Ja. Direkt's Pützelchen, ich hab dir doch gesagt, ich ruf dich an. Nein, du kannst nicht mal anrufen. Pützelchen, leg jetzt auf, ich ruf zurück. Ich dich auch.
Das ist gleich sortiert. Ich habe dir gesagt, er holt dich um 10 Uhr ab und dann geht ihr zusammen schwimmen. Guten Morgen. Morgen. Ja, leg jetzt auf. Ich muss arbeiten. Ja, leg auf. Ja, ich rufe dich an. Bis dann. Ja. Sie wären uns doch nicht etwa krank. Herr Schäfer sagte, Sie wären beim Arzt gewesen. Keine Sorge, Frau Stahl. Keine Sorge. Frau Hall, schicken Sie ihn rein. Toi, toi, toi. Ja. Hier scheint, er kommt gerade heran, Frau Mann. Ja, sag ich Ihnen. Danke. Sie sind Herr Horn, Henry Horn? Ich bin Herr Dr. Begemann, der Personalchef. Das ist Herr Rumpelmeier, unser Küchenchef, nicht wahr? Hallo. Und vielleicht Ihr künftiger Chef. Setzen Sie sich. Dann erzählen Sie mal. Naja, dann macht das mal unter euch aus. Ich muss mich sowieso um die Mannschaft kümmern. Ich wollte ihn sowieso nur kurz sehen. Auf Frau Malik kann man ja blind bauen. Sir? Wann kannst du denn anfangen? Sofort. Hier steht sofort. Aus Hitzacker kommst? Vom Land? Hitzacker, ja. Das ist ja immer ein schier unerschöpflicher Quell an Talenten. Ja, ja. Kochst gern? Er wollte eigentlich Schlachter werden. In der Schlachterei von Frau Maleks Vater. Aber der ja nun im Sterben lag, war das ja auch nichts. Er wollte nämlich... Wenn wir sie denn nehmen. Unser Vertrag sieht eine 2-jährige Ausbildungszeit vor. Mit Berufsschule. Mit Probezeit. Und mit allen sozialen Gegebenheiten, die nun ein Haus wie das unsere bietet. Und du hast Lust, schwer zu arbeiten? Küche im Hotel, das ist nicht wie bei Mutti. Das ist Schwerarbeit. Das ist ein Knochenjob. Ich werde dich schinden müssen, bis du umfällst. Du wirst dich nach Hitzacker Transfallera zurücksehnen. Verbrennungen, Schwielen, Schweiß, Tränen. Das willst du alles in Kauf nehmen? Die Jugend heute. Herr Begemann, Sie haben zwar einen Doktor, wenn auch kein Mensch in diesem Puff weiß, wann und wo Sie die geschossen haben und in welcher Fakultät. Ich bin nur ein doofer Koch, aber ich muss Sie trotzdem bitten, Ihre Gosche zu halten, wenn ich unserem jungen Spund hier Fragen stelle. Können Sie mir sagen, wie man eine Crème Brûlée macht? Du? Gebrannte Creme. Eigelb, Zucker und Sahne aufschlagen und ins Wasserbad, bis es cremig wird. Dann über Nacht stark kühlen, mit Zucker bestreuen und kurz überbacken. Gratinieren. Unterm Salamander. Bist eingestellt. Er ist eingestellt. Du wirst weinen, Henry. Du wirst weinen. Aber ich mache aus dir einen großen Koch. Ich habe mit Herrn Schäfer während unseres letzten Meetings ein paar Dinge durchgesprochen. Wie Sie wissen, ist Herr Hansam mit unserer Leistung nicht hundertprozentig zufrieden. Das bleibt natürlich hier im Raum, meine Damen. Jedenfalls, ich entwickle ein Go-Papier. Wo wir hinmarschieren wollen, Vorschläge und Strategien für die Zukunft. Mit Hansen Hamburg ins nächste Jahrtausend. Wir werden Sonderaktionen starten, eine Vielzahl unterschiedlicher Dinge, in der wir auch Ihre Zuständigkeit neu aufteilen wollen, meine Damen. Wir werden Arbeitsgruppen bilden, wir werden Arbeitsgespräche führen. Dabei geht es auf der einen Seite um interne Fragen. Wie ist das Klima? Wie sind die Mitarbeiter motiviert? Was können wir verändern? Dafür sind Sie zuständig, Frau Malek. Natürlich nur, was das Organisatorische und Formelle angeht.
dann das Externe. Werbemaßnahmen, Imagekampagnen, Kundenbetreuung etc. etc. Frau Stade, ein kleines Rundschreiben an alle zuständigen Abteilungen. Ich möchte mit allen sprechen. Natürlich nur mit allen Verantwortlichen. Ich denke, Sie formulieren mir das, Frau Stade, nicht? Und was ist mit unserer anderen Arbeit? Nebenbei. Das geht, meine Damen, glauben Sie mir. Wenn ich sehe, wie viel Zeit hier bisher für Privates vergeudet wurde. So, dann mal los. Ach, Frau Stade, wenn Sie mir freundlicherweise eine Cola bringen würden, vielen Dank. Solche Helden hatten wir schon öfter hier. Vielleicht haben sie sich zu schnell hier raufgedrängt. Ihretwegen sicher nicht. Hallo. Ach, Henry. Hi. Guten Tag. Ihre? Frau Stade, Sie haben doch lange noch in der Personalabteilung gearbeitet. Sie haben die Personalakten doch garantiert auswendig gelernt. Sie wissen doch genau, dass ich keine Kinder habe. Komm, wir gehen was trinken. Ich bin an der Bar. Wiedersehen. Wiedersehen. Viel krasser. Ja, noch viel krasser. Morgen. Aber seit sie weiß, dass ich mit dem Direktor zusammen bin, mit Ronaldo Schäfer, reißt sie sich am Riemen. Das ist eine ganz schlimme Tante. Aber von mir kriegt sie mittlerweile nur noch das Schäfer. Frau Habe, gut, dass Sie treffen. Danke, bitte sehr. Hallo, Renzo. Frau Malek. Was belieben? Was möchtest du? Orangensaft. Ein O-Saft und für mich, Kleinen Shampoos vielleicht? Nee, kein Alkohol. Ich möchte ein Glas Milch. Sind Sie erkältet, Renzo? Ach, Entschuldigung. Das ist übrigens Henry, unser neuer Küchenjunge. Renzo, unser Barkeeper. Also mich hat's voll erwischt. Und das in meiner Position. Aber was soll ich machen? Ich sag mir immer, ohne Tabletten dauert 2 Wochen. Und mit Tabletten 14 Tage. Stimmt. Und? Was schlimm? Nö. Gut. Und wann fängst du dann an? Morgen. Wo? Ein Glas Orangensaft, sehr zum Wohl. Danke. Und Ihnen auch schönen Dank für die Vermittlung. Meine Eltern sagen auch vielen Dank. Erstens, ich bin die Marie und daran hat sich seit Hitzacker nichts geändert. Und zweitens, ich wollte gern, dass du die Chance bekommst. Schlimm genug, dass meine Eltern ihr Wort nicht halten konnten. Weißt du, mir hat hier auch mal jemand eine Chance gegeben. Eine Freundin. Früher. Oh, die gute Milch, die gesunde. Zum Wohl. Danke, Renzo, danke. Am Anfang ist es schwer. Ist wie eine ganz andere Welt. Aber wenn du dich mal eingelebt hast, Henry, dann kann die Arbeit in so einem Hotel ganz toll sein. Ich spreche aus Erfahrung. Mir haben sie auch kein Wiegenlied gesungen, als ich damals angefangen habe. Auf deine Zukunft bei Hanson. Seit wann trinken Sie eigentlich Milch, Frau Malek? So kenne ich Sie ja gar nicht. Oh, ich muss los. Viel Glück beim Start. Da oben herrscht im Moment gespannte Stimmung, Renzo. Ich darf mir keinen Fehler erlauben, sonst fliege ich. Oh, Quatsch. Toi, toi, toi. Also, Sie bringen das jetzt runter. Und ich sage Ihnen zum dritten Mal, bringen Sie Ihre Speisekarten selber runter. Ich bin hier als Startertypistin eingestellt, nicht als Laufbursche. So. Und ich bin Ihre Vorgesetzte. Das ist ein dienstlicher Auftrag. Sie sind nicht meine Vorgesetzte, Sie versuchen es. Und passen Sie auf, wenn Frau Frohwein wieder da ist, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie diesen Job abgeben. An mich. Also. Haben Sie das gehört? Vera! Wie? Hast du das gehört? Noch ist Frau Frohwein weg. Noch können Sie viel erzählen, aber nicht mehr lange, glauben Sie mir. Ich werde mich nämlich über Sie beschweren. Das hat Folgen. Ich habe mich über Sie längst beschwert. Ich finde das nicht schön, immer diese Spannung hier. Das war zu viel, René. Findest du, Stefan? Hallo. Marie! Oh, es ist gut, dass ich dich treffe. Ich bin schon die ganze Zeit zu dir. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ja, ich mit dir auch. Heute Abend Checkers. Okay. Nee, halt! Geht nicht. Ich singe heute Abend.
Wie lange willst du das noch aushalten? Keine Ahnung. Nicht mehr lange, das sage ich dir. Morgen? Morgen. Ich muss ein Riesenproblem mit dir besprechen. Ich auch mit dir. Tschüss. Tschüss. Hallo. Findest du es nicht allmählich ein bisschen albern, immer im Gästezimmer zu schlafen? Hä? Marie? Was soll ich sagen, Ronaldo? Wir führen uns auf wie ein altes Ehepaar in der Krise ihres Lebens. Du arbeitest nachts im Bett, du liest lange. Ich bin einfach müde. Wir leben unter einem Dach. Wir haben uns entschieden, zusammenzuziehen, obwohl wir wussten, dass wir Zeit brauchen. Wie sagt deine Mutter immer? Man muss erst einen Sack Salz zusammenfressen, um wirklich glücklich zu sein. Zu zweit. Ich bin müde. Ja, dann schlaf gut, mein Liebling. Du auch. War ich irgendwas Besonderes? Ich meine, weil du bei deinem Ölkas warst. Mhm. Nur Routine. So. Nacht. Nacht. Wie, was? Voll neue Kleister. Neu. Leichter. Und du stehst nicht rum wie ein Idiot da, Mensch. Hol das Gemüse. Rumstöcke können wir nicht brauchen. Ja? Wie gefällt's Ihnen bei uns, Henry? Danke gut, Herr Direktor. Zwiebeln. Am Anfang ist es immer hart. Ich war vor 20 Jahren auch in der Küche. Pass mal auf, was alles noch aus ihm wird. Na, Herr Schäfer, was können wir für Sie tun? Herr Rumpelmeier. Ja, wir wollen doch nicht alles anfassen, was wir hier sehen, nicht? Sonst kommt mir das Gesundheitsamt wieder her mit ihren Hygienevorschriften trotzdem voll. Ich würde gerne in Ruhe mit Ihnen reden. Also nie. Mein augenblicklicher Stellvertreter. Der Schnösel vom Dienst. Von Winkler und ich. Wir wollen ein paar neue Sachen starten. Unter anderem und vor allem natürlich auch in der Restauration. Sonderwochen, Sonderaktionen. Italien kocht auf, französischer Herbst, Wein aus Baden. Ihr seid mir so Sesselpuppe. Vegetarische Woche. Ach, nö. Wir müssen kreativ sein. Wir brauchen besondere Sachen, mit denen wir neue Gäste gewinnen können. Vegetarisch. Da geht der Trend doch immer mehr hin. Ja, davon weiß ich nichts. Lassen Sie sich etwas einfallen, Herr Rumpelmeier. Ich will nicht einfach nur irgendwelche Hirsebratlinge. Ich will was richtig Interessantes. Ronaldo. Herr Rumpelmeier, das Büro der Hausdame hat angerufen. Ja, weiß, ich komme. Danke. Der ist doch auch Vegetarier, Ihr Freund. Hallo Marie. Hallo Henry. Der neue da. Der Kleber. Der ist noch nicht getauft. Dem müssen wir mal die Hammelbeine lang ziehen. Nicht zu doll, Herr Rumpelmeier, nicht zu doll. Für den bin ich mitverantwortlich. Tag, Tag. Gucken Sie nicht so. Ich habe einen Termin bei Schäfer. Tag, Herr Saalbach. Herr Saalbach. Kann ich mal einen
Aschenbecher haben, bitte. Aber hier raucht doch keiner mehr. Das ist wie in den alten Zeiten. Habe ich Ihnen Schablonen mitgebracht? War doch nur ein Scherz. Kann ich denn sonst noch was für Sie tun? Nicht nötig, der Wanderer kennt seinen Weg. Ich melde Sie schnell an, wo? Auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Lauer. Frau Stade? Ja? Ist der Herr Schäfer da? Nein, der ist im Hausdorf. Hausdorfbüro. Nein, nein, weil Herr Saalbach ist im Hause. Und der hat doch immer noch Hausverbot, oder nicht? Nein, nein, das geht in Ordnung, Frau Barth. Danke. Pass mal auf! Du gehst jetzt ins Magazin und holst dir eine schöne, lange Wäscheleine, ja? Und die spannst du hier quer über die Arbeitsfläche. Naja, da ist ein Haken, da ist ein Haken, da ist ein Haken, da ist ein Haken. Und dann, wie heißt du nochmal? Henry. Na, weiter, weiter. Horn. Also pass auf, Hornochse. Jetzt hängst du jeden Sauerkrautfaden einzeln auf. Zum Trocknen. Also Suppe, was soll ich ja wohl nicht essen, oder? Na los. Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Zimmer 478? Gleich links den Gang. Dankeschön. Bitte. Wie damals, Herr Saalbach? Nur, dass ich damals nicht auf den Herrn Direktor warten musste. Es hat sich vieles verändert. Nur Sie sitzen noch nicht am Platz. Gottchen, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Wie macht sich denn meine Nachfolgerin? Ach Gottchen, die hat unbezahlten Urlaub. Sozusagen die letzte Reise. Der Vater von Frau Frohwein hat Krebs. Aber dafür haben wir Herrn von Winkler. Herr Hansson hat ihn mitgebracht. Der hat fast dieselben Ideen wie Sie. Na, dann wünschen wir ihm mal, dass er sich besser durchsetzen kann als ich. Die Malik hat sich ja hier vollständig ausgebreitet, Schanz. Ach, fragen Sie mich nicht, Herr Saalbach. Schließlich verbringe ich Tag für Tag neben der... Immer schön lüften. Dieter. Hey, Ronaldo, altes Haus. Schade, ich möchte Büromaterialien bestellen. Wo sind denn die Formulare? Ich hoffe, du hast das Hausverbot gegen mich aufgehoben. Komm rein, Dieter. Aber ich bin knapp, zeitlich. Ich gebe Ihnen eins. Ich verspreche dir, ich mach's kurz. Ja. Du kannst dir ja denken, dass es mir in letzter Zeit nicht allzu gut ging. Die Geschichte mit Nicole und Daniela, schwierig. Schwierig. Soweit so schlecht. Leute, die mir nahestehen, besonders Daniela, haben mir geraten, eine Therapie zu machen. Aber das ist doch Quatsch. Wir Männer brauchen da keinen Seelendoktor. Wir brauchen Arbeit. Erfolg ist der beste Therapeut. Ich habe mich nach dem Rausschmiss durch dich überall beworben. Aber du weißt ja, Ronaldo, wenn du erstmal einen Scheiß Ruf hast... Peter, ich weiß das alles. Komm auf den Punkt. Ich habe mich auch beim Esplanade beworben. Du weißt ja, die wollen diesen Grand Hotel-Gedanken neu beleben. Ja, und die sind an mir hier in Hamburg als Direktor interessiert. Mensch, Dieter, das wäre ja klasse für dich. Ich weiß. Wir wären dann Konkurrenten sozusagen. Aber wir sind ja auch Freunde. Wir können uns auch abstimmen. Wir können gemeinsam... Ja? Moment. Nein? Später. Ja, gut. Ja und? Ich habe eine Bitte an dich. Ich weiß, dass ich in deinen Augen ein Arschloch bin, ein Loser, ein Weichei. Ich halte ja selber in Wahrheit nicht allzu viel von mir. Nur wenn die Erkundigungen über mich einziehen, bitte leg mir keine Steine in den Weg. Es ist meine letzte Chance, lass sie mir. Sei noch einmal so zu mir wie früher. Hey, Bruno. Hey, Bruno. Sag mal,
Sie haben einen Termin mit Herrn Frau Winkler. Schon. Frau Holm, Sie sind mein Gedächtnis, meine Stütze, meine Sonne. Tanzen Sie eigentlich gern? Sehr, ja. Da komme ich noch drauf zurück. Ja, Frau Stade, dann muss ich Sie jetzt ein bisschen einladen. Hallo, wie gemacht? Sie weiß nicht, dass ich da bin. Ich werde ihr vielleicht einen Zettel umschreiben. Machen Sie das. Oh mein Gott. Was ist denn? Was ist doch? Alles perfekt. Alles perfekt. Du hast wieder getrunken. Das geht schon so lange so. Gottina Saalbach, was sollen wir noch machen? Ich versuche schon die ganze Zeit, sie zu decken. Irgendwann wird es herauskommen. Und sie kaltes Wasser, das Abenteuer, Aspirin, wenn Sie da haben. Wir müssen noch hier zusammenhalten. Ich krieg den Job. Vielleicht. Pass auf. Ich liebe dich doch. Ich liebe dich. Ausnahmsweise. Aber dieser Winkler, von Winkler, der startet ja einen Großfeldzug. Ja, was trinkst denn du da? Cuba Libre, das schmeckt so schön nach Urlaub. Willst du? Nee, danke. Ich hätte gern Wasser. Ja, bitte ein doppeltes. Mann, du besauft dich bloß nicht. Ach, Elfi. Was ist los? Die Stade? Ach, nee. Ach so, dein Vater. Nein, der wird schon wieder viel besser. Der wird bald entlassen. Und der spielt schon wieder Karten. Meine Mutter sitzt jeden Tag ab 18 Uhr in seinem Bett und lässt ihn gewinnen. Das ist doch klasse. Ja. Vielen Dank. Na, spuck's aus. Wir sind doch Freundinnen. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden soll. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber reden soll. Vielen Dank. Versteh mich nicht falsch. Das ist nur... Eigentlich müsste ich damit schnurstracks zu Ronaldo und... Das ist das Problem. Nee. Wie nee? Da wird was frei. Hm? Oh, wunderbar. Mein liebes Kind, ich habe jetzt 36 Jahre Lebenserfahrung hinter mir. Gut, sagen wir 35, man will ja nicht übertreiben. Du bestürmst mich, dass du unbedingt mit mir reden musst. Du trinkst Mineralwasser, obwohl du sonst jeden spielend unter den Tisch säufst. Außer mich vielleicht. Und du sagst, du müsstest dringend mit deinem Ronaldo reden und traust dich nicht. Na, du bist schwanger. Du bist schwanger. Ja. Mensch, Marie. Ihr könnt alle ein Glück haben. Glück, Verantwortung, Angst. Oh, warte. Moment mal. Wenn das für dich ein Problem ist. Ich meine,
Wenn du Angst hast, mit deinem Ronaldo zu reden. Jetzt warte mal. Du bist doch die Frau mit dem übergroßen Herzen. Du quillst doch förmlich über vor Gefühl. Ich meine, du bist doch der Typ, der, wenn er schwanger ist, als erstes zu dem werdenden Vater hinrennt und es ihm sagt. Als Schäfer auf Geschäftsreise war, da bist du mit deinem Ex-Ben um die Häuser gezogen, wo er mich beim Singen erwischt hat. Jetzt falle ich gleich vom Hocker und gnade den Fußboden. Ben ist der Vater. Ich bin nur das treueste Kamel der Welt. Nein, Ronaldo ist der Vater. Mein Geliebter, mein wunderbarer Ronaldo. Ja. Bin ich mit meiner Weisheit am Ende? Brauche ich vielleicht nochmal 35 Jahre? Elfi, ich habe einfach Schiss, es ihm zu sagen. Aber warum? Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, aber trotzdem ist keine, wie soll ich sagen, keine Stabilität in unserer Beziehung. Ja, aber ihr seid doch nun schon eine ganze Weile zusammen. Na, jedenfalls kommt es mir so vor. Wir haben eine so grundverschiedene Art, Dinge zu sehen, zu regeln. Aber Gegensätze ziehen sich an. Und ihr ergänzt euch auch, also ich finde, ihr seid ein gutes Paar. Er ist mir so haushoch überlegen. An seiner Seite fühle ich mich oft ganz klein. Und gerade jetzt nach einem schlimmen Streit wegen meines Vaters, um den ich mich seiner Meinung nach zu viel gekümmert habe, ich fühle mich nicht angenommen. Ja, und Wasser noch, bitte. Das ist doch scheiße, Marie. Hör auf damit. Ja, und dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Ronaldo überhaupt noch ein Kind wollte. Er hat eine erwachsene Tochter, die mich hasst wie die Pest, das nur nebenbei. Er ist Witwer. Erfolgreicher Geschäftsmann mit einer Geliebten. Warum also sollte sich Ronaldo Schäfer noch ein Kind wünschen? Ganz einfach. Weil es deins ist. Eures. Wasser, bitte sehr. Elfi, ich habe so eine Angst, dass er sich nicht freut. Dass er, selbst wenn er es nicht ausspricht, verlangt, ich sollte abtreiben. Und andererseits, ich wünsche mir dieses Kind. Ich könnte so sauglücklich sein, wenn ich nicht immer so viel Angst hätte. Jedes Spinatblatt einzeln blanchieren. Mit Liebe, Henry Horn, mit Liebe, mit großer Liebe. Einen Augenblick bitte, ich verbinde Sie mit Herrn von Winkler. Herr von Winkler, Herr Elwart von der Telekom. Ich habe die Post heute noch gar nicht gesehen. Die Eingangspost. Oh, die liegt noch hier. Von Winkler. Ich wäre ja längst damit durch, aber die Stadt ist noch nicht da. 12. Ja, wo ist die denn? Heute ist die mal bei Ihrem Arzt. Ihr Frauen. Ihr Männer. Oh, die ist für mich. Ich hätte so gerne, dass wir uns wieder vertragen. Ist ja süß. Das ist eine Karte von Ilka. Es war die richtige Entscheidung. Danke und herzlichen Gruß, Ihre Ilka Frohwein. Sehr reizend. Meine Freundin. Da. Wäre mir wirklich wichtig. Marie? Tag, Herr Schäfer. Ja? Ich wollte dich zur Mittagspause abholen. Jetzt schon? Mhm. Elfi will ins Alsterhaus. Ach so, klar. Ich komme. Jetzt haben wir gestern gar nicht über dich geredet. Ich schäme mich. Hör auf, Marie. Ich kenne euch egoistischen Kühe doch. Oh, das finde ich aber süß jetzt. Ja. Mhm, ich bin fast geschenkt. Oh, ich bin... Henry! Sag mal... Was schleppst du denn da? Oh, Entschuldigung, darf ich vorstellen, dass Henry Horn, unser neuer Küchenjunge,
Auszubildender. Vera Klingberg, Elfie Gard, das ist meine Kollegin, also Schreibpool. Ein Pfefferschneider. Was? Aus Marriott, da hat der Rumpelmeier mich hingeschickt, ein Pfefferschneider. Hören Sie mal, Herr Horn. Sie können ruhig Henry zu mir sagen. Okay, Henry, also wenn ich Ihnen da mal einen Tipp geben darf. Der Rumpelmeier verarscht dich. Ich meine, was soll denn das sein? Pfefferschneider, tonnenschwer, das ist wieder saukomisch. Macht mich sowieso jeden Tag fertig. Gestern, da hat er mich neben die Hummerschüssel gestellt und ich sollte aufpassen, dass die Hummer nicht rot werden. Wie soll denn das gehen? Die armen Tiere. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Volle Schikane. Die machen das anfangs mit allen so, Henry. Du musst dich wehren, wirklich. Weißt du, wie man Probleme löst? Drüber reden. Mensch, der Arme. Ja, da tut mir leid. Der Rumpelmeier ist aber auch ein Arsch. Jetzt bricht einem wirklich das Herz. Die Gage kannst du natürlich in der Pfeife rauchen. Dann kann ich mir mal ein Abendkleid kaufen. Im Jahr. Du, wir wollen am Wochenende mit Freunden von Albert kommen. Ja. Dann macht der Club auf? So um 9. Entschuldigung. Bring Richard Gier mit, ja? Ich komm gleich nach. Ja, okay. Sie haben den verloren? Ja. Na, du bist vielleicht ein Süßer. Wie heißt du denn? Carlton. Carlton? Ja. Darf ich mal? Ja. Na, du süßer Kleiner, du? Carlton? Hallo, hallo, grüß dich. Ah, Marie, Moment. Ich muss wieder rauf. Okay. Schönen Aufenthalt bei uns. Danke. Marie, könntest du den Rumpelmeier bitte kurz zu uns draufschicken? Ja. Danke dir. Wie lange bist du bei uns? Musst du kapiert haben. Nee! Du Hornbox sind quer. Quer, quer, quer! Man weiß ja nicht, was quer ist. Das ist quer, das ist quer, das ist quer. Sie sind quer, Sie sind ein Menschenschinder. Sie sind selber ein Hornochse. Raus. Raus. Raus aus meiner Küche. Raus. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Ungestraft. Zu einem Rumpelmeier sagt es keiner. Was ist denn? Du Armer. Wird schon wieder. Sie sind vollkommen verrückt geworden, Rumpelmeier. Sie sind doch kein Messerwerfer. Und wenn es 100-mal üblich ist, die Stifte einzunorden, in meinem Hotel gibt es so etwas nicht. Haben wir uns verstanden? Ich kann nichts dafür, wenn der Hinsegel sich den Arm bricht. Sie wissen es und ich weiß es. Sie können sehr wohl etwas dafür. Auch Sie haben eine Fürsorgepflicht gegenüber Ihren Untergebenen. Ich weiß es, Hilfe. Wenn Sie Ihre Schlachtrosse da traktieren, Rumpelmeier, das finde ich zwar auch nicht in Ordnung, aber die können sich wenigstens wehren. Aber der Henry Horn, der ist doch fast noch ein Kind. Da haben wir auch eine erzieherische Verantwortung. Die Welt ist brutal genug. Wo Sie hinschauen, Hass, Streit, Terror. Da, wo ich verantwortlich bin, da möchte ich Frieden, Freundlichkeit, Miteinander. Verstanden? Die Lehrlinge sind für uns Vorgesetzte doch auch sowas wie, ja, wie unsere Kinder. Ich habe nur eine Tochter, Rumpelmeier, leider. Ich hätte gerne noch mehr Kinder gehabt. Denn das ist das, was wir brauchen. Aber nur, wenn wir die Verantwortung auch ernst nehmen, Menschenskind. Prügel, klein machen, erniedrigen, all diese Dinge ist einfach scheiße, Rumpelmeier. Ist noch was, Marie? Mm-mm. So was kommt nicht wieder vor. Sie bringt das in Ordnung.
Sternchen, wie geht's? Tut's weh? Keine Diana kennt keinen Schmerz. Genau. Nur die Haken gehören im Garten. Hier. Vom Chefkoch persönlich. Mit Liebe. Spinattisch. Ja. Sieht gut aus, was? Ja. Ja. Na? Schmeckt's? Mhm. Jedes Spinatblatt einzeln blanchiert. Von dir. Na, zweite sitzt schon. Darf ich reinkommen? Was für eine Frage. Ich kann nicht schlafen. Dann komm zu mir. Was hast du denn da? Nichts. Du hast da doch was. Nein, Ronald. Ich muss mit dir reden. Ich bin selten blöd gewesen. Ich ärgere mich über mich selber. Was soll das denn? Du willst mir was sagen? Du? Deswegen? Ilkas? Ja. Warum bist du nicht sofort zu mir gekommen? Ich hatte Angst. Wovor denn? Vor deiner Reaktion. Meine Reaktion? Weißt du, wie meine Reaktion ist? Wir bekommen ein Kind. Ich werde Vater. Ich bin überglücklich. Mein Herz schlägt mir bis zum Halse, ich bin so glücklich. Ich liebe dich, Marie. Aber warum? Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, aber trotzdem ist keine, wie soll ich sagen, keine Stabilität in unserer Beziehung. Ja, aber ihr seid doch nun schon eine ganze Weile zusammen. Na, jedenfalls kommt es mir so vor. Wir haben eine so grundverschiedene Art, Dinge zu sehen, zu regeln. Aber Gegensätze ziehen sich an. Und ihr ergänzt euch auch. Also, ich finde, ihr seid ein gutes Paar. Er ist mir so haushoch überlegen. An seiner Seite fühle ich mich oft ganz klein. Und gerade jetzt nach einem schlimmen Streit wegen meines Vaters, um den ich mich seiner Meinung nach zu viel gekümmert habe. Ich fühle mich nicht angenommen. Was ja, und Wasser noch, bitte. Das ist doch scheiße, Marie. Hör auf damit. Ja, und dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Ronaldo überhaupt noch ein Kind wollte. Er hat eine erwachsene Tochter, die mich hasst wie die Pest, das nur nebenbei. Er ist Witwer. Erfolgreicher Geschäftsmann mit einer Geliebten. Warum also sollte sich Ronaldo Schäfer noch ein Kind wünschen? Ganz einfach. Weil es deins ist. Eures. Ein Wasser, bitte sehr. Elfi, ich habe so eine Angst, dass er sich nicht freut. Dass er, selbst wenn er es nicht ausspricht, verlangt, ich sollte abtreiben. Und andererseits, ich wünsche mir dieses Kind. Ich könnte so sauglücklich sein, wenn ich nicht immer so viel Angst hätte. Jedes Spinatblatt einzeln blanchieren. Hey.
Liebe, Henry Horn, mit Liebe. Mit großer Liebe. Einen Augenblick bitte, ich verbinde Sie mit Herrn von Winkler. Herr von Winkler, Herr Elwart von der Telekom. Ich habe die Post heute noch gar nicht gesehen. Die Eingangspost. Oh, die liegt noch hier. Von Winkler. Ich wäre ja längst damit durch, aber die Stadt ist noch nicht da. 12. Ja, wo ist die denn? Heute ist die mal bei ihrem Arzt. Ihr Frauen. Ihr Männer. Oh, die ist für mich. Ich hätte so gerne, dass wir uns wieder vertragen. Ist ja süß. Das ist eine Karte von Ilka. Ich weiß es. Sie können sehr wohl etwas dafür. Auch Sie haben eine Fürsorgepflicht gegenüber Ihren Untergebenen. Ich weiß es, Hilfe. Wenn Sie Ihre Schlachtrosse da traktieren, Rumpelmeier, das finde ich zwar auch nicht in Ordnung, aber die können sich wenigstens wehren. Aber der Henry Horn, der ist doch fast noch ein Kind. Da haben wir auch eine erzieherische Verantwortung. Die Welt ist brutal genug. Wo Sie hinschauen, Hass, Streit, Terror. Da, wo ich verantwortlich bin, da möchte ich Frieden, Freundlichkeit, Miteinander. Verstanden? Die Lehrlinge sind für uns Vorgesetzte doch auch sowas wie, ja, wie unsere Kinder. Ich habe nur eine Tochter, Rumpelmeier, leider. Ich hätte gerne noch mehr Kinder gehabt. Denn das ist das, was wir brauchen. Aber nur, wenn wir die Verantwortung auch ernst nehmen, Menschenskind. Prügel, klein machen, erniedrigen, all diese Dinge ist einfach scheiße, Rumpelmeier. Ist noch was, Marie? Mhm. Sowas kommt nicht wieder vor. Sie bringt das in Ordnung. Wie geht's? Tut's weh? Keine Diana kennt keinen Schmerz. Genau. Nur die Haken gehören im Garten. Hier. Vom Chefkoch persönlich. Mit Liebe. Spinattisch. Ja. Sieht gut aus, was? Ja. Ja. Na? Schmeckt's? Mhm. Jedes Spinatblatt einzeln blanchiert. Von dir. Das Weile sitzt schon. Darf ich reinkommen? Was für eine Frage. Ich kann nicht schlafen. Kann man ja blind bauen. Sir? Wann kannst du anfangen? Sofort. Hier steht sofort. Aus Hitzacker kommst? Vom Land? Hitzacker, ja. Das ist ja immer ein schier unerschöpflicher Quell an Talenten. Ja, ja. Kochst gern? Er wollte eigentlich Schlachter werden. In der Schlachterei von Frau Maleks Vater. Aber der ja nun im Sterben lag, war das ja auch nichts. Er wollte nämlich... Wenn wir sie denn nehmen. Unser Vertrag sieht eine 2-jährige Ausbildungszeit vor. Mit Berufsschule. Mit Probezeit. Und mit allen sozialen Gegebenheiten, die nun ein Haus wie das unsere bietet. Und du hast Lust, schwer zu arbeiten? Küche im Hotel, das ist nicht wie bei Mutti. Das ist Schwerarbeit. Das ist ein Knochenjob. Ich werde dich schinden müssen, bis du umfällst. Du wirst dich nach Hitzacker Transfallera zurücksehnen. Verbrennungen, Schwielen, Schweiß, Tränen.
Was willst du alles in Kauf nehmen? Die Jugend heute. Herr Begemann, Sie haben zwar einen Doktor, wenn auch kein Mensch in diesem Puff weiß, wann und wo Sie die geschossen haben. Und in welcher Fakultät. Ich bin nur ein doofer Koch, aber ich muss Sie trotzdem bitten, Ihre Gosche zu halten, wenn ich unserem jungen Spund hier Fragen stelle. Können Sie mir sagen, wie man eine Crème Brûlée macht? Und du? Gebrannte Creme. Eigelb, Zucker und Sahne aufschlagen und ins Wasserbad, bis es cremig wird. Dann über Nacht stark kühlen, mit Zucker bestreuen und kurz überbacken. Gratinieren. Unterm Salamander. Bist eingestellt. Er ist eingestellt. Du wirst weinen, Henry. Du wirst weinen. Aber ich mache aus dir einen großen Koch. Ich habe mit Herrn Schäfer während unseres letzten Meetings ein paar Dinge durchgesprochen. Wie Sie wissen, ist Herr Hanser mit unserer Leistung nicht hundertprozentig zufrieden. Das bleibt natürlich hier im Raum, meine Damen. Jedenfalls, ich entwickle ein Go-Papier. Wo wir hinmarschieren wollen, Vorschläge und Strategien für die Zukunft. Mit Hansen Hamburg ins nächste Jahrtausend. Wir werden Sonderaktionen starten, eine Vielzahl unterschiedlicher Dinge, in der wir auch Ihre Zuständigkeit neu aufteilen wollen, meine Damen. Wir werden Arbeitsgruppen bilden, wir werden Arbeitsgespräche führen. Wenn es für dich ein Problem ist, meine, wenn du Angst hast, mit deinem Ronaldo zu reden, jetzt warte mal. Du bist doch die Frau mit dem übergroßen Herzen. Du quillst doch förmlich über vor Gefühl. Ich meine, du bist doch der Typ, der, wenn er schwanger ist, als erstes zu dem werdenden Vater hinrennt und es ihm sagt. Als Schäfer auf Geschäftsreise war, da bist du mit deinem Ex-Ben um die Häuser gezogen, wo er mich beim Singen erwischt hat. Jetzt falle ich gleich vom Hocker und gnade den Fußboden. Ben ist der Vater. Ich bin nur das treueste Kamel der Welt. Nein, Ronaldo ist der Vater. Mein Geliebter, mein wunderbarer Ronaldo. Ja. Bin ich mit meiner Weisheit am Ende, dann brauche ich vielleicht nochmal 35 Jahre. Elfie, ich habe einfach Schiss, es ihm zu sagen. Aber warum? Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, aber trotzdem ist keine, wie soll ich sagen, keine Stabilität in unserer Beziehung. Ja, aber ihr seid doch nun schon eine ganze Weile zusammen. Na, jedenfalls kommt es mir so vor. Wir haben eine so grundverschiedene Art, Dinge zu sehen, zu regeln. Aber Gegensätze ziehen sich an. Und ihr ergänzt euch auch. Also, ich finde, ihr seid ein gutes Paar. Er ist mir so haushoch überlegen. An seiner Seite fühle ich mich oft ganz klein. Und gerade jetzt nach einem schlimmen Streit wegen meines Vaters, um den ich mich seiner Meinung nach zu viel gekümmert habe. Ich fühle mich nicht angenommen. Nicht angenommen? Ja, ein Wasser noch, bitte. Das ist doch scheiße, Marie. Hör auf damit. Ja, und dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Ronaldo überhaupt noch ein Kind wollte. Er hat eine erwachsene Tochter, die mich hasst wie die Pest, das nur nebenbei. Er ist Witwer. Erfolgreicher Geschäftsmann mit einer Geliebten. Warum also sollte sich Ronaldo Schäfer noch ein Kind wünschen? Ganz einfach. Weil es deins ist. Eures. Ein Wasser, bitte sehr. Elfie, ich habe so eine Angst, dass er sich nicht freut. Dass er, selbst wenn er es nicht ausspricht, verlangt, ich sollte abtreiben. Und andererseits, ich wünsche mir dieses Kind. Ich könnte so sauglücklich sein, wenn ich nicht immer so viel Angst hätte. Jedes Spinatblatt einzeln blanchieren. Lassen Sie sich etwas einfallen, Herr Rumpelmeier. Ich will nicht einfach nur irgendwelche Hirsebratlinge.
Ich will was richtig Interessantes. Ronaldo, da der Herr Runzelmeier. Das Büro der Hausnahme hat angerufen. Ja, ich weiß, ich komme. Danke. Der ist doch auch Vegetarier, Ihr Freund. Hallo Marie. Hallo Henry. Der neue da. Ihr Kleber. Der ist noch nicht getauft. Dem müssen wir mal die Hammelbeine lang ziehen. Nicht zu doll, Herr Rumpelmeier, nicht zu doll. Für den bin ich mitverantwortlich. Guten Tag. Gucken Sie nicht so. Ich habe einen Termin bei Schäfer. Guten Tag, Herr Salber. Aber hier raucht doch keiner mehr. Das ist wie in den alten Zeiten. Habe ich Ihnen Schablonen mitgebracht? War doch nur ein Scherz. Kann ich denn sonst noch was für Sie tun? Nicht nötig, der Wanderer kennt seinen Weg. Ich melde Sie schnell an. Wo? Auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Frau Stade? Ja. Ist der Herr Schäfer da? Nein, der ist im Haus da. Hausdamenbüro. Nein, weil Herr Salbach ist im Hause. Und der hat doch immer noch Hausverbot, oder nicht? Nein, das geht in Ordnung, Frau Barth. Danke. Pass mal auf! Du gehst jetzt ins Magazin und holst dir eine schöne, lange Wäscheleine, ja? Und spannst du hier über die Arbeitsfläche. Naja, da ist ein Haken. Und dann, wie heißt du nochmal? Henry. Na, weiter. Horn. Also pass auf, Hornochse. Jetzt hältst du jeden Sauerkrautfaden einzeln auf. Zum Trocknen. Also Suppe kann man doch wohl nicht essen, oder? Na los! Ihretwegen sicher nicht. Hallo. Ah, Henry. Hi. Ihre? Frau Stade, Sie haben doch lange genug in der Personalabteilung gearbeitet. Sie haben die Personalakten doch garantiert auswendig gelernt. Sie wissen doch genau, dass ich keine Kinder habe. Komm, wir gehen was trinken. Ich bin an der Bar. Wiedersehen. Tief, sehr krass. Ja, noch viel krasser. Morgen. Aber seit sie weiß, dass ich mit dem Direktor zusammen bin, mit Ronaldo Schäfer, reißt sie sich am Riemen. Das ist eine ganz schlimme Tante. Aber von mir kriegt sie mittlerweile nur noch Verschenkung. Frau Habe, gut, dass Sie Lorenzo. Frau Malek, was belieben? Was möchtest du? Orangensaft. Mhm. Ein O-Saft und für mich, Kleinen Shampoos vielleicht? Nee, kein Alkohol. Ich möchte ein Glas Milch. Sind Sie erkältet, Renzo? Ach, Entschuldigung. Das ist übrigens Henry, unser neuer Küchenjunge. Renzo, unser Barkeeper. Also mich hat's voll erwischt. Und das in meiner Position. Aber was soll ich machen? Ich sag mir immer, ohne Tabletten dauert 2 Wochen. Und mit Tabletten 14 Tage. Stimmt. Und? Was schlimm? Nö. Gut. Und wann fängst du dann an? Morgen. Wo? Ein Glas Orangensaft, sehr zum Wohl. Danke. Und Ihnen auch schönen Dank für die Vermittlung. Meine Eltern sagen auch vielen Dank. Erstens, ich bin die Marie und daran hat sich seit Hitzacker nichts geändert. Und zweitens, ich wollte gern, dass du die Chance bekommst. Schlimm genug, dass meine Eltern ihr Wort nicht halten konnten. Weißt du, mir hat hier auch mal jemand eine Chance gegeben. Eine Freundin. Frühere. Oh, die gute Milch, die gesunde. Ach, zum Wohl. Danke, Renzo, danke. Am Anfang ist es schwer. Ist wie eine ganz andere Welt. Aber wenn du dich mal eingelebt hast, Henry, dann kann die Arbeit in so einem Hotel ganz toll sein. Ich spreche aus Erfahrung. Mir haben sie auch kein Wiegenlied gesungen, als ich damals angefangen habe.
auf deine Zukunft behandeln. Seit wann trinken Sie eigentlich Milch, Frau Malek? So kenne ich Sie ja gar nicht. Oh, ich muss los. Viel Glück beim Stab. Da oben herrscht im Moment gespannte Stimmung, Renzo. Ich darf mir keinen Fehler erlauben, sonst fliege ich. Quatsch. Toi, toi, toi. Also, Sie bringen das jetzt runter. Und ich sage Ihnen zum dritten Mal, bringen Sie Ihre Speisekarten selber runter. Ich bin hier als Satertypistin eingestellt, nicht als Laufbursche. So. Und ich bin Ihre Vorgesetzte. Das ist ein dienstlicher Auftrag. Sie sind nicht meine Vorgesetzte, Sie versuchen es. Und passen Sie auf, wenn Frau Frohwein wieder da ist, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie diesen Job abgeben. An mich. Also. Ich krieg den Job. Vielleicht. Kannst du aufhören. Ich liebe dich, Tom. Ich liebe dich. Ausnahmsweise. Aber dieser Winkler, von Winkler, der startet ja einen Großfeldzug. Ja, was trinkst denn du da? Cuba Libre, das schmeckt so schön nach Urlaub. Willst du? Nee, danke. Ich hätte gern Wasser. Ja, bitte ein doppeltes. Mann, du besauft dich bloß nicht. Ach, Elfi. Was los? Die Stade? Ach, nee. Ach so, dein Vater. Nein, du wirst schon wieder viel besser. Der wird bald entlassen. Und er spielt schon wieder Karten. Meine Mutter sitzt jeden Tag ab 18 Uhr in seinem Bett und lässt ihn gewinnen. Das ist doch klasse. Ja. Vielen Dank. Na, spuck's aus. Wir sind doch Freundinnen. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden soll. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber reden soll. Vielen Dank. Versteh mich nicht falsch. Das ist nur... Eigentlich müsste ich damit schnurstracks zu Ronaldo und... Das ist das Problem. Nee. Wie nee? Da wird was frei. Oh, wunderbar. Mein liebes Kind, ich habe jetzt 36 Jahre Lebenserfahrung hinter mir. Gut, sagen wir 35, man will ja nicht übertreiben. Du bestürmst mich, dass du unbedingt mit mir reden musst. Du trinkst Mineralwasser, obwohl du sonst jeden spielend unterm Tisch säufst. Außer mich vielleicht. Und du sagst, du müsstest dringend mit deinem Ronaldo reden und traust dich nicht. Na, du bist schwanger. Du bist schwanger. Ja. Mensch, Marie. Ihr könnt alle ein Glück haben. Glück, Verantwortung, Angst. Oh, warte. Warum? Ich kann ruhig Henry zu mir sagen. Okay, Henry, also wenn ich Ihnen da mal einen Tipp geben darf. Der Rumpelmeier verarscht dich. Ich meine, was soll denn das sein? Pfefferschneider, tonnenschwer, das ist wieder saukomisch. Macht mich sowieso jeden Tag fertig. Gestern hat er mich neben die Hummerschüssel gestellt und ich sollte aufpassen, dass die Hummer nicht rot werden. Wie soll denn das gehen? Die armen Tiere. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Volle Schikane. Die machen das anfangs mit allen so, Henry. Du musst dich wehren, wirklich. Weißt du, wie man Probleme löst? Drüber reden. Mensch, der Arme. Ja, da tut mir leid. Der Rumpelmeier ist aber auch ein Arsch. Bricht einem wirklich das Herz. Die
Gage kannst du natürlich in der Pfeife rauchen. Da kann ich mir mal ein Abendkleid kaufen. Im Jahr. Du, wir wollen am Wochenende mit Freunden von Albert kommen. Ja. Dann machen wir Club auf? So um 9. Entschuldigung. Bring Richard Gier mit, ja? Ich komm gleich nach. Ja, okay. Sie haben den verloren? Ja. Na, du bist vielleicht ein Süßer. Wie heißt du denn? Carlton. Carlton? Ja. Darf ich mal? Ja. Na, du süßer Kleiner, du? Carlton? Hallo, hallo, grüß dich. Ah, Marie, Moment. Ich muss wieder rauf. Okay. Schönen Aufenthalt dort. Danke. Marie, könntest du den Rumpelmeier bitte kurz zu uns raufschicken? Ja. Danke dir. Wie lange bist du bei uns? Muss doch kapiert haben. Nee! Du Hornoxid quer. Quer, quer, quer. Man weiß ja nicht, was quer ist. Das ist quer. Das ist quer. Das ist quer. Sie sind quer. Sie sind ein Menschenschinder. Sie sind selber ein Hornochse. Raus. Raus. Raus aus meiner Küche. Raus. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Ungestraft. Zu einem Rumpelmeier sagt es keiner. Schon wieder. Wenn man direkt erwarten musste. Es hat sich vieles verändert. Nur Sie sitzen noch nicht am Platz. Gottchen, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Wie macht sich denn meine Nachfolgerin? Ach Gottchen, die hat unbezahlten Urlaub. Sozusagen die letzte Reise. Der Vater von Frau Frohwein hat Krebs. Aber dafür haben wir Herrn von Winkler. Herr Hansson hat ihn mitgebracht. Der hat fast dieselben Ideen wie Sie. Na, dann wünschen wir ihm mal, dass er sich besser durchsetzen kann als ich. Die Malik hat sich ja hier vollständig ausgebreitet, Schanz. Ach, fragen Sie mich nicht, Herr Salbach. Schließlich verbringe ich Tag für Tag neben der... Immer schön lüften. Dieter. Hey, Ronaldo, altes Haus. Ich möchte Büromaterialien bestellen. Wo sind denn die Formulare? Ich hoffe, du hast das Hausverbot gegen mich aufgehoben. Komm rein, Dieter. Aber ich bin knapp, zeitlich. Ich gebe Ihnen eins. Ich verspreche dir, ich mach's kurz. Ja. Du kannst dir ja denken, dass es mir in letzter Zeit nicht allzu gut ging. Die Geschichte mit Nicole und Daniela, schwierig. Schwierig. So weit, so schlecht. Leute, die mir nahestehen... Besonders Daniela haben mir geraten, eine Therapie zu machen. Das ist der Quatsch. Wir Männer brauchen da keinen Seelendoktor. Wir brauchen Arbeit. Erfolg ist der beste Therapeut. Ich habe mich nach dem Rausschmiss durch dich überall beworben. Aber du weißt ja, Ronaldo, wenn du erstmal einen Scheißruf hast... Peter, ich weiß das alles. Komm auf den Punkt. Ich habe mich auch beim Esplanade beworben. Du weißt ja, die wollen diesen Grand Hotel-Gedanken neu beleben. Ja, und die sind an mir hier in Hamburg als Direktor interessiert. Mensch, Dieter, das wäre ja klasse für dich. Ich weiß. Wir wären dann Konkurrenten sozusagen. Aber wir sind ja auch Freunde. Wir können uns auch abstimmen. Wir können gemeinsam... Ja? Moment. Nein? Später. Ja, gut. Ja und? Ich habe eine Bitte an dich. Ich weiß, dass ich in deinen Augen ein Arschloch bin, ein Loser, ein Weichei. Ich halte ja selber in Wahrheit nicht allzu viel von mir. Nur wenn die Erkundigungen über mich einziehen, bitte leg mir keine Steine in den Weg. Es ist meine letzte Chance, lass sie mir. Sei noch einmal so... zu mir wie früher. Hey, Bruno. Hey, Bruno.
ja längst damit durch, aber die Stadt ist noch nicht da. 12. Ja, wo ist die denn? Heute ist die mal bei ihrem Arzt. Ihr Frauen. Ihr Männer. Oh, die ist für mich. Ich hätte so gerne, dass wir uns wieder vertragen. Ist ja süß. Das ist eine Karte von Ilka. Es war die richtige Entscheidung. Danke und herzlichen Gruß, Ihre Ilka Frohwein. Sehr reizend. Meine Freundin. Da. Wäre mir wirklich wichtig. Marie? Tag, Herr Schäfer. Ja? Ich wollte dich zur Mittagspause abholen. Jetzt schon? Mhm. Elfie will ins Alsterhaus. Ach so, klar. Ich komme. Jetzt haben wir gestern gar nicht über dich geredet. Ich schäme mich. Hör auf, Marie. Ich kenne euch egoistischen Kühe doch. Oh, das finde ich aber süß jetzt. Ja. Mhm. Ich bin fast geschenkt. Oh. Henry! Sag mal, was schleppst du denn da? Oh, Entschuldigung, darf ich vorstellen, dass Henry Horn unser neuer Küchenauszubildender. Vera Klingenberg, Elfie Gard, ist meine Kollegin aus dem Schreibpool. Ein Pfefferschneider. Was? Aus Marriott, da hat der Rumpelmeier mich hingeschickt, ein Pfefferschneider. Hören Sie mal, Herr Horn. Sie können ruhig Henry zu mir sagen. Okay, Henry, also wenn ich Ihnen da mal einen Tipp geben darf. Der Rumpelmeier verarscht dich. Ich meine, was soll denn das sein? Pfefferschneider, tonnenschwer, das ist wieder saukomisch. Macht mich sowieso jeden Tag fertig. Gestern hat er mich neben die Hummerschüssel gestellt und ich sollte aufpassen, dass die Hummer nicht rot werden. Wie soll denn das gehen? Die armen Tiere. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Volle Schikane. Die machen das anfangs mit allen so, Henry. Du musst dich wehren, wirklich. Weißt du, wie man Probleme löst? Drüber reden. Mensch, der Arme. Ja, da tut mir leid. Der Rumpelmeier ist aber auch ein Arsch. Jetzt bricht einem wirklich das Herz. Kannst du natürlich in der Pfeife rauchen. Dann kann ich mir mal ein Abendkleid kaufen. Im Jahr. Du, wir wollen am Wochenende mit Freunden von Albert kommen. Ja. Dann machen wir Club auf? So um 9. Entschuldigung. Bring Richard Gier mit, ja? Ich komm gleich nach. Ja, okay. Sie haben den verloren? Ja. Na, du bist vielleicht ein Süßer. Wie heißt du denn? Carlton. Carlton? Ja. Darf ich mal? Ja. Na, du süßer Kleiner, du? Carlton? Hallo, grüß dich. Ah, Marie, Moment. Ich muss wieder rauf. Okay. Schönen Aufenthalt.